Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals. Willkommen hier zurück bei Dark Souls 2. Genau. Scholar of the First Sin. Wir sind hier im Erntetal. Ein, wie ich finde, sehr nerviges Gebiet. Muss man sagen. Ich mag es nicht. Mochte es aber auch schon vorher nicht. So. Wie viel machen jetzt eigentlich meine Eisenpfeile hier Schaden? Oh nein, es reicht tatsächlich nicht aus, einfach diesen Typen da runter zu snipen. Wie ich ja zuerst gehofft habe. Der Typ fällt halt irgendwann einfach von selbst runter, aber man kann ihn jetzt nicht bewusst wegsnipen. So. Ach, jetzt bin ich wieder vergiftet. Oh, diese Vergiftungen hier im Spiel. Die gönnen sich immer so hart. Aber wenn man einmal vergiftet ist, sollte man es ausnutzen. Hat sich das Skelett hier erstmal eine Schelle von mir geholt. Auf die Schnelle kriegst du hier eine riesen Schelle. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder weiterkämpfen. Also nicht, dass es mich jetzt stört, aber... Oh, diese Ruckel-Animation da hinten ist mal so lustig. So, und tot sind sie. Übrigens können wir hier einfach durch. Hier kommt ja echt kein Gegner. Man muss eben nur schauen, dass man... Oh, genau, dass das nicht passiert. So. Gib mir die Hexen-Man. Du bist der Hexen-Man. So. Jetzt wird es echt spannend. Der muss das Ding hier hinten aufmachen. Also mach das Ding mal auf. Komm mal her. Hi. Yep, da hat er es aufgemacht. Dankeschön. Du aller Hexenmann. Der hier die Hexes kann. Was ist das? Hexes, Chainsaw Massacre. So, da hinten bist du. Ich schick dir die Pfeile, die haben keine Eile. Und das Ding kommt doch eh nicht bei mir an. Da ist der Platz doch vorher. Nein, ist der Platz nicht. Wow. Guckt euch mein Leben an. Was hab ich nur wieder für eins Leben? Das wäre ja wieder mal ganz schön in die Hose gegangen. Kurz mal hier mit Aestos nachfüllen. So. Ich bin der Hexes-Man. Nee, du bist der Hexes-Man. Ich bin nur der Typ, der hier so dumm am Rumsprücheln ist. So, tot ist er und wir kommen jetzt nämlich da hinten ran. Da muss man echt Skills rausholen, ne? Wir kriegen nämlich hier eine Fackel. Eine Seele des Untoten. Und Pike des alten Ritters und Großschild des alten Ritters. Das sind alles Sachen, die ich gerade nicht so wollte. Immerhin noch ein paar Steine und so. Können wir noch irgendwas öffnen? Meine gut, wir haben ein paar Items bekommen. Wir haben, also, ich will mich jetzt nicht gänzlich beschweren. Das liegt mir echt fern. So. Genau, wichtig ist jetzt, so, das ist jetzt so eine schöne Stelle, wo ich sage, liebe Leute, vergesst ihn nicht. Hier kann man ihn wirklich benutzen und gebrauchen, den guten alten Köderschädel. So. Gut, das hat jetzt echt, das hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Ich dachte, ich hole jetzt mal ein bisschen Gameplay-Skills raus.
Ah, doch, dich kriege ich, dich kriege ich. Oh, nee. Alter, ich sehe deine hässliche Visage. Aber ich kriege keinen Pfeil zu dir durch. Ja, endlich. Okay, die Jungs sehen da echt gerade lustig aus. Haha. Wir sind die lustigen Burschen. Aha. Also über diesen Weg sind sie also gegangen, um mich dann zu erreichen. Das ist ja ganz lustig. So. Dann würde ich ja mal sagen, guckt mal, Jungs, ich warte jetzt hier hinten so auf euch. Ich hoffe nur, der Kollege jetzt hier von nebenan kommt jetzt nicht noch rum. Aber die Jungs dürfen jetzt ruhig mal rankommen hier. Ich will die nämlich hinten so ein bisschen in diese Giftfallen reinziehen. Das wären so Aktionen, wenn die klappen. Das wäre so nice. Hey, guck mal, ich bin hier. Guck hier, guck, guck, guck. Oh nein, guck, ich laufe vor dir weg. Aha, oh, jetzt stehe ich hier hinten. Du bist langweilig. Sorry, du bist langweilig. Bei dir geht ja nichts ab. Bei dir geht ja nichts ab, außer... Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein dummer Abgehwitz ein. Kommt, ihr müsst mir hier mal ein bisschen aufmachen, Jungs. So, komm mal. Danke. Danke für die erste, für den ersten Durchgang. So. Das Spielchen dann bitte ein. Ah, achso, ich kann mir hier selbst alles aufmachen. So, na denn. Sag ich mal. Bamsen, bamsen, bamsen und bamsen, kebamsen. So, komm mal runter hier. Komm mal runter, du alter. Tu nicht gut. Okay, dann kommen halt Pfeile auf dich zu. Guck mal hier, bam, 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 Sharpshooter. Guck dir mein nices Gameplay an. Zack, zack, zack hier. Ich bin der Elo-Trixer. So, du bist der Tode-Mensch hier. Zack, geklärt. Lebenssteine, 5 Stück. Naja, gut, das ist Kleinvieh, das Mist macht. Einfallspinselgewürz. Sieht auch aus wie eine Tür, die aufgehen könnte. Nee, geht sie aber nicht. Ach, Mann. Ach komm, eine von diesen Türen muss doch hier aufgehen. Das wäre auch echt zu schön, um wahr zu sein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Eine große Titanitscherbe, die gönne ich mir heute Nacht. Bam, 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 bam. Ihr werdet es nicht glauben, denn es ist zu spät. Ich habe immerhin eine Seele und einen großen, schönen Lebensstein bekommen. So, da war ich schon. Hier war ich noch nicht. Ein Skeptiker-Gewürz. Bram, bam, 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 bam. Bram, bam, 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 bam. Bram, bam, bam, bam. Yo, gefreestyled hier am Mikrofon. Habe ich keine Zeit für Hone? Ich freestyle das Mikrofon und habe keine Zeit für Hone.
Und da kommt der Typ angelaufen. Mitten in mein Schwert. Tabijibatsch, Pusch, Kabatsch, Matsch. So, aber unser eigentliches Ziel, dass ich jetzt mal ein bisschen mit Blutungspfeilen bekämpfen will. Hier haben wir meine schönen Blutungspfeile. Damit hau ich jetzt auf dich drauf, du kleiner Blödian. Und du sollst bluten, bluten, bluten. Guck mal hier, das ist auch Blutungspfeilen echt so schön stark. Zack, gleich ist wieder die Blutungsleiste voll. Oder auch nicht. Ah, da unten ist noch einer. Und irgendwie macht hier auch noch so ein bisschen Feuer-Damage. Ich glaube, irgendeine Ursula steht da oben noch rum. Ja, und macht da oben so ein bisschen Feuer. Der Typ, der kriegt Pfeile in den Bauch. Pfeile in den Bauch. Die kriegt er auch, die Pfeile in den Bauch. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Darum musste ich das so sagen. So. Also Blutungspfeile sind so schön. Wenn der Otto hier nicht mehr zu mir rankommt. Wow. So. Ich könnte in der heutigen Folge sogar noch den nächsten Boss schaffen. Weißt schon, dass da überall Gift drin ist? Wo du da gerade durchläufst, du Hampelmann. Hi, guck mal, ich bin der Hyuga. Der ist ja schon vergiftet und kriegt von mir auch noch massive Feuer Damage. Oh, hier sind überall diese Giftdinger jetzt, ne? Ah. Wow! Nein! 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 Oh, ich wollte gerade noch. Die stehen da übrigens neu. Ja, und ich wollte gerade noch wechseln. Oh, jetzt muss ich das ganze Gebiet wieder von vorne machen. Jetzt mal das Nervige, dann mal gestorben ist. Dieses Gebiet von vorne machen. Naja. Wobei man kann natürlich auch sehr oft einfach durchrennen. Ja, wobei jetzt hier mit dem Gift immer am Anfang. Ich weiß nicht, macht man das schneller weg, indem man sich hier so ein bisschen rollt? Ich weiß es ja nicht. Ist schon ein bisschen gemein so. Nein, vergiftet. Aber zum Glück nicht so krass vergiftet. So, wartet mal. Ich glaube, man kann jetzt hier natürlich einfach auch ein bisschen natürlich durchrennen.
Wobei wir ja alle wissen, wie schlau durchrennen ist. Oh Gott. Nee, jetzt bin ich echt zu... Ich bin echt ein bisschen zu Schisser. Weil hier geht mir gerade zu viel ab. Und ich brauche mehr Blutungspfeile. Ich will Blutungspfeile kaufen können. Ey, ich will Blutungspfeile kaufen können. Eh bald neue Pfeile kaufen, hab ja bald keine mehr. Ich verbrauche teilweise echt zu viele Pfeile in diesem Spiel. Ja, ich habe vor den Großen einfach zu viel Schiss. Ich weiß nicht, woher die kommen, ne? Sonst würde ich ja die Ursache dafür schon längst umbringen. Na komm mal her, hier mein Großer. Na komm her, komm du auch. Oh, so geil, wie die einfach durch das Gift rennen. Oh, so schön. Guck mal, ich gönn mir Gift. Schna, na, na, es bin nicht tot. Aber wir brauchen ja eigentlich gar nicht das Gift für die. Guck mal hier, zack, zack und zack. Man kann sie auch ohne Gift erledigen. So. So. Kurz gucken, dass von hinten nichts kommt. Und dann sniper ich die Bitch hier so weg. Dass der Sehen und Hören vergeht. So. Jetzt ist er weg. Weg vom Fleck. Nervt mich nicht mehr. Okay. Uah. Ein Lebensstein. Wie kann das sein? Ich kriege hier den Lebensstein rein. Okay, da vorne geht es jetzt, glaube ich, zum Boss. Oh, ich falle jedes Mal in dieses Scheißloch rein. Okay, da geht es nicht in die ganz finstere Schwärze. So, jetzt gehen wir zu einem wollüstigen Boss übrigens. Einen ganz wollüstigen Boss. Einen wollüstigen Wurm, den wir jetzt tatsächlich hier hinten drin finden. Den Habsucht-Dämon. Kann sich halt rollen, da muss man ein bisschen vor aufpassen. Oh nein, er hat mich einmal hat er mich getroffen. Und da ist er gestorben, der Habsucht-Dämon. Ja, der Habsucht-Dämon, ein wollüstiger Dämon. Das
kann man übrigens in seiner Seele nachlesen. Wartet mal, das kann ich euch ja mal vorlesen. Ich habe schon wieder ewig keine Seele mehr vorgelesen. Die Seele des Habsucht-Dämon, der alles verschlingt. Essen ist Liebe, dieser Dämon war voller Liebe. Und so fraß er alles, was sein Herz begehrte. So blieb er sein Leben lang alleine. Ja, also denkt dran, nicht einfach alles auffressen. Vor allem keine Mädels, auf die ihr abfahrt oder so, denn... Dann geht's euch am Ende nämlich so wie dem Habsucht-Dämon. Dann seid ihr ein Leben lang alleine. Das Drachenamulett und ein verwelktes Dämmerungskraut. So, ich werde hier noch ein bisschen farmen gehen, bevor wir weiterziehen. Aber ich wollte mir unbedingt dieses Bonfire jetzt sichern, was wir jetzt gleich kriegen. Und kurz vor Ende der Folge nochmal schön abgehustet. Genau, das, dieses Bonfire, das wollte ich mir sichern. Ja, der Habsucht-Dämon. Übrigens, Fun Fact, einfach mal für euch. Einer der lausigsten Bosse im ganzen Spiel. Tatsächlich ist es so, dass der Habsucht-Dämon zählt mit als einer der lausigsten Bosse. Weil er einfach so mega einfach zu besiegen ist. Also man kann ihn... Man kann hier echt nicht so viel falsch machen. Was man bei ihm falsch machen kann, ist, dass man nicht beachtet, dass er so eine Rolle kann. Aber ansonsten kann man bei dem Boss echt nichts falsch machen. Einfach draufhauen natürlich. Immer draufhauen. So. Und mal Willenskraft mal auf 10 gebracht. Das ist zwar nicht das Beste. So. Und Stärke und Geschick mitgelevelt. Ich will mich ja nicht nur auf die Feuerwaffe fixieren. Ich will ja eigentlich auch... Ich will ja nämlich eigentlich auch noch hier meine... meine Zwillingsklinge nämlich noch vorantreiben. So, aber wir, ihr lieben Leute, also damit meine ich eher euch, müsst euch mit, ja, wie es weitergeht, nämlich erstmal noch begnügen bis zur nächsten Folge. Denn ich mache jetzt ein kleines Päuschen. So, ein Duftzweig, den können wir noch gut gebrauchen. Wofür, erkläre ich euch in der nächsten Folge. Genau. Ansonsten haben wir jetzt echt einen schönen Run hingelegt. Die Grippefürsten recht gut besiegt, diesen gefräßigen Wurmdämon ganz gut besiegt. Ah, das Erntetal, naja, da muss ich noch echt farmen gehen. Also da darf ich eh noch gleich nochmal hin. Also das, bevor ich gleich zur Irdenspitze weiterziehe, also dieser Turm da, diese riesige Mühle, werde ich halt noch ein bisschen das Erntetal ausluten. Aber jetzt mache ich Pause. Und deswegen bedanke ich mich und sage viel Spaß bei dem, was ihr auch immer jetzt macht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.